Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf der Aktionär TV und einer neuen Ausgabe der Sendung zum Gebertbrief. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir sprechen heute über den deutschen Aktienindex. Der DAX hat ja einen fulminanten Jahresstart hingelegt. In den letzten zwei Wochen bewegt er sich aber eher seitwärts. Wie die Reise weitergeht, bespreche ich mit Thomas Gebert. Herr Gebert, schön, dass Sie uns zugeschaltet sind. Ich habe es gerade schon skizziert. Dem DAX scheint die Puste auszugehen. Waren die Höchststände, die wir im Januar gesehen haben, schon das Ende der Fahnenstange oder wie geht es weiter beim DAX? Ja, hallo, Frau Anatsch. Vielen Dank für die freundliche Einladung Ihrer Sendung und natürlich auch hallo Ihren lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Am besten schauen wir uns dazu mal eine Grafik an. Da habe ich den DAX über den Euro gegen den Dollar gelegt und wir sehen, dass nach den 9 Monaten, in denen beide deutlich an Wert verloren haben, wo es ununterbrochen bergab ging, am 1. Oktober parallel und zeitgleich nach oben gewendet haben. Sie haben es schon gesagt, Sie haben sich ziemlich parallel entwickelt. Wie erklären Sie sich denn diese Entwicklung und was ist da ab dem 1. Oktober passiert? Wir sehen, da drehen die Werte nach oben. Also DAX und Euro sind beide konjunktursensibel. Sie reagieren auf die gleichen Konjunktur, auf die gleichen Wirtschaftsdaten, nämlich am 1. Oktober haben beide offensichtlich eine kommende Erholung der Weltkonjunktur geahnt. Wenn wir nun vielleicht mal die zweite Grafik angucken können, in der habe ich einmal den Kurs einer US-Staatsanleihe, also das Inverse des US-Zinses, gegen den Goldpreis gelegt. Und wir sehen, dass die auch im Prinzip parallel verlaufen. Allerdings, wir sehen Ende Februar diesen Anstieg des Goldpreises. Ich habe da einen kleinen gelben Pfeil hingemacht, der auf dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine basierte. Da war ein bisschen Flucht ins Gold. Angst vor der Krise. Und seitdem ist Gold etwas höher als die Anleihekurse, aber beide entwickeln sich parallel und beide drehten auch parallel nach oben, allerdings einen Monat später, so ungefähr am 1. November, kurz vorher, ging es bei diesen beiden Investments nach oben. Und wie erklären Sie sich das, dass Sie jetzt parallel, also der DAX und das Währungspaar Euro US-Dollar sind jetzt ziemlich parallel verlaufen, aber dann im Oktober schon nach oben gedreht. Warum wurde es bei den Anleihen und beim Gold dann erst im November so? Also Gold und Anleihen reagieren auf andere Wirtschaftsdaten und zwar hauptsächlich auf die Inflationsrate, weil eine sinkende Inflationsrate lässt einen den US-Zins eher nachgeben, was die Anleihekurse nach oben bringt und auch den Goldpreis, weil Gold keine Zinsen zahlt. Bei niedrigen Zinsen wird Gold attraktiver. Deswegen entwickeln sich Anleihekurs und Gold etwa parallel. Aber das war nicht zeitgleich, weil das andere Wirtschaftsdaten sind, die dazu in Frage kamen. Also im November spürten also die beiden nicht eine Konjunkturerholung, sondern den Rückgang der Inflationsrate, die in diesem Monat ganz besonders deutlich zurückging. Natürlich ist der DAX auch etwas zinssensibel. Das sind also jetzt zwei zinssensible Investments, die auf sinkende Zinsen reagieren und dann nach oben treiben. Und der DAX ist eher konjunktursensibel, aber er reagiert natürlich auch auf sinkende Zinsen. Wenn wir dazu vielleicht nochmal die erste Grafik schauen könnten, dagegen kam nicht nur der Schub, die Wende am 1. Oktober, sondern am 1. November, als die Anleihen und Gold nach oben drehten, ging es auch mit dem DAX nochmal mit einem zusätzlichen Schub nach oben. Also der DAX ist zwar in erster Linie konjunktursensibel, aber auch ein bisschen zinssensibel. Und die Zinsen stehen ja vor allem in dieser Woche im Fokus, Herr Gebert. Die US-Notenbank FED und auch die EZB werden sich treffen und Zinsentscheidungen bekannt geben. Wir haben ja anfangs mal darüber gesprochen, wie sich der DAX in der Zukunft entwickeln könnte, auch unter Berücksichtigung dessen, aber auch mit Blick auf die Charttechnik. Wie geht es jetzt weiter beim DAX? Also, wir hatten ja diese ungewöhnliche Situation, dass in den ersten 9 Monaten des letzten Jahres alles fiel. Anleihen, Gold, Aktien und der Euro. Und das beruhte darauf, dass wir eine Inflation hatten bei einer Konjunkturschwäche. Normalerweise tritt das nicht auf, denn die Inflation kommt im Boom, weil zu hohe Nachfrage, dann steigen die Preise. Wir hatten diese ungewöhnliche Situation wegen der Energiekrise, ähnlich wie im Jahr 1982. Und dann wurde diese ungewöhnliche Situation, Flaute und Inflation, abgelöst durch
eine sinkende Inflationsrate und sich eine erholende Konjunktur. Deshalb habe ich mich ja schon im Spätsommer sehr weit aus dem Fenster gelehnt und verkündet, nach alles fällt, kommt alles steigt. Und wir haben das genau das gesehen, dass nach Oktober, November alles steigt. Sowohl die Anleihen als auch die Aktien, als auch Gold, als auch der Euro. Alles ging nach oben. Und wenn dieses Szenario jetzt einmal Fuß gefasst hat, dass sowohl die Inflationsrate sinkt und sie wird vermutlich das ganze Jahr über sinken, sodass auch die Zinsen das ganze Jahr am langen Ende bereits sinken können und auch die kurzfristigen nicht so stark erhöht werden und möglicherweise auch im Jahresverlauf schon sinken können und die Konjunktur erholt sich, dann sind das Wirtschaftsdaten, die nicht so schnell sich verändern. Die Wirtschaft ist eigentlich wie ein Tanker. Wenn der einmal Fahrt aufgenommen hat, dann geht es in die Richtung weiter. Also wir sollten dieses Szenario der Konjunkturerholung mit sinkenden Zinsen, das dazu führt, dass eigentlich alles steigt, das ganze Jahr über behalten. Also Sie gehen davon aus, die Börse ist weiter im Aufwind. Sie haben von diesem Szenario gesprochen. Demnach, auf welche Werte soll man jetzt setzen, Herr Gebert? Welche Aktien sollen Anleger kaufen? Also, das ist natürlich schön, wenn alles steigt, dann kann man im Grunde kaufen, was man will, dann geht alles nach oben. Aber da gibt es auch natürlich Unterschiede. Besonders stark profitieren natürlich die Konjunktursensiblen von einem Konjunkturaufschwung. Und wenn dazu dann noch die Zinsen sinken, dann gibt das denen einen doppelten Auftrieb. Wenn wir dazu vielleicht bitte einmal die dritte Grafik sehen könnten, da habe ich einmal den Kursverlauf von zwei konjunktursensiblen Aktien, die Heidelberger Materials und die Covestro, gelegt über den Verlauf von Nestle. Während Nestle nicht höher steht als im letzten Oktober, konnten Heidelberger Materials und die Covestro 50% zulegen. Also in den Werten spielt die Musik, wenn sich die Konjunktur erholt. Jetzt ist es natürlich so, deswegen ist die Sache so schwierig. In der Krise selbst, im letzten Oktober, da war man natürlich eher intuitiv der Meinung, man müsste was Sicheres kaufen und hat dann Nestle genommen, weil man denkt, denen kann nicht viel passieren. Kaffee und Kakao wird immer getrunken und hat von den konjunktursensiblen Werten eher die Finger gelassen, weil das zu riskant erschien. Aber genau das Gegenteil davon ist eben richtig, weil die konjunktursensiblen Werte, die steigen dann besonders nach der Krise. Deswegen muss man das eigentlich immer genau umgekehrt machen, als man es eigentlich machen würde. Deswegen ist das so schwierig, gegen die eigene Stimmung, gegen das eigene Bauchgefühl in der Krise die konjunktursensiblen Aktien kaufen. Und im Boom, wenn man dann denkt, jetzt geht's alles nach oben und wir kaufen jetzt konjunktursensible Aktien, dann ist es schon vorbei mit den weiteren Anstiegen. Dann müsste man auf so etwas Defensives wie Nestle setzen. Also solange wir in diesem Jahr noch einen Konjunkturaufschwung haben, sollte es mit den konjunktursensiblen Aktien besonders deutlich nach oben gehen. Herr Gebert, da fasse ich noch mal zusammen. Anleger, die Ihre Marktmeinung teilen, setzen jetzt auf konjunktursensible Aktien und Sie rechnen damit, dass der DAX weiter steigen wird. Genau. Ganz herzlichen Dank für das Interview, lieber Herr Gebert. Und liebe Zuschauer, auch Ihnen einen vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse an der Sendung zum Gebert-Brief. Ihnen eine gute Zeit und viel Spaß beim Investieren. Bis zum nächsten Mal.